Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lightroom Tutorials. Heute geht es mal um das Thema, wie man ein Tagfoto zu einem Nachtfoto macht, und das relativ einfach in Lightroom. Zuerst einmal möchte ich mich bei euch bedanken, denn wir haben inzwischen die 2500 Abonnenten erreicht, und für mich ist das ein absoluter Meilenstein, denn ich hätte niemals gedacht, dass wir mit den Videos so schnell so viele Leute erreichen, die diese Videos so gerne gucken. Und ich freue mich natürlich, wenn das so ist, und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt. Also, das heutige Thema ist, wie mache ich ein Tagesfoto zu einem Nachtfoto und das wirklich in relativ einfachen Schritten in Lightroom. Natürlich gibt es da bessere Wege noch in Photoshop, wie man da noch bessere Ergebnisse erzielen kann. Die dauern allerdings auch etwas länger und ich zeige euch heute einfach mal wirklich die einfache Methode in Lightroom. Zuerst einmal muss gesagt werden, dass das Foto, was wir umwandeln wollen, bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Wir brauchen auf jeden Fall ein Bild mit sehr viel Schatten, denn in der Nacht ist es ja so, dass der Mond auch scheint und dadurch die Gebäude und Bäume und Laternen und so weiter auch Schatten werfen. Und dafür brauchen wir eben ein Foto, was auch am Tag Schatten wirft. Also am besten, wenn die Sonne wirklich scheint und wir relativ viel Kontrast im Bild haben. Das ist eine Grundvoraussetzung, um wirklich ein realistisches Nachtfoto zu bekommen. Und ansonsten können wir jetzt einfach mal anfangen mit der Bearbeitung. Ich werde also wieder meinen Standard-Workflow machen. Ich werde die Tiefen aufhellen und die Lichter herunterziehen. Und diesmal werde ich das wirklich mal mit plus 100 und minus 100 machen, um dem Ganzen noch so diesen finalen Touch dann zu geben am Ende. Ich halte jetzt wieder die Alt-Taste gedrückt und werde die Weißregler oder den Weißregler hier nach oben ziehen, bis ich hier ein bisschen was sehe. Ja, so sieht das schon ganz gut aus. Und auf der anderen Seite werde ich das gleiche mit dem Schwarzregler auch machen. Auf ungefähr, ja, dass man einiges sieht. So sieht das sehr gut aus. Perfekt. So, dann werde ich auf jeden Fall dem ganzen Bild noch sehr viel Kontrast dazugeben, denn wir brauchen wirklich ein kontrastreiches Bild. Also ich gehe jetzt hier mal auf ungefähr, ja, plus 45 sieht gut aus. Und was dann als nächstes kommt, ist die Farbe im Bild. Denn natürlich sieht das in der Nacht ganz anders aus. Wir haben in der Nacht eigentlich mehr Blautöne und ein bisschen mit Grüntönen vermischt. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal hier den Weißabgleich wirklich mal runtersetzen auf ungefähr, ja, so 2900 und dazu noch ein bisschen Grün geben. Ungefähr so. So sieht das schon sehr gut aus. Okay, das sieht jetzt schon sehr viel mehr nach Nacht aus, aber da kann man natürlich noch eine ganze Menge mehr machen. Das erste ist natürlich, dass wir in der Nacht auch viel weniger Sättigung in den Farben haben. Es ist ja einfach dunkler und deswegen nehme ich hier auch mal wirklich sehr, sehr stark die Sättigung raus. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Das ist jetzt etwas stark, das werden wir nachher wieder ein bisschen reinbauen, diese Farben. Aber seht selbst, denn wir gehen jetzt weiter runter zur Teiltonung. Und diese Teiltonung ist echt ein cooles Tool und ich benutze die wirklich sehr, sehr gerne. Und gerade bei solchen Aufgaben, wo wir dann so ein Nachtbild machen wollen, ist die perfekt, denn wir wollen nochmal so einen Blauton mit reinbringen. Und dafür gehe ich jetzt einfach mal hier so auf ungefähr, ja, so einen Blauton hier, 220, und drehe dann die Sättigung noch ein bisschen hoch, damit die Farbe überhaupt angezeigt wird. So sieht das schon sehr gut aus. Und das gleiche müssen wir jetzt mit den Schatten auch noch machen. Das heißt, wir gehen auch hier wieder in einen Blauwert rein. Ja, wir können sogar vielleicht den gleichen nehmen. Und dann werden wir auch hier wieder noch etwas Sättigung hinzufügen, damit wir dann ein schönes blaues Foto haben. So sieht das schon sehr gut aus. Dann werde ich das ganze Bild natürlich wieder noch schärfen, so wie wir das immer machen. Ich werde den Betrag wieder auf 80 stellen, das ist mein Standardwert. Und damit gedrückte Alt-Taste noch maskieren, bis wir da wirklich nur noch die Kanten schärfen. So gefällt mir das schon sehr gut. Dann werde ich noch weiter runtergehen, die Profilkorrekturen aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen. Und ihr seht jetzt schon, dass dieser Wald jetzt schon sehr viel mehr nach Nacht aussieht. Und die Sonne, die hier eigentlich scheint, könnte jetzt auch der Mond sein, der jetzt hier Licht durch die Bäume fallen lässt und hier so einzelne Blätter anleuchtet. Also das kann man jetzt schon als Mond interpretieren. Es gibt, wie gesagt, natürlich noch viel bessere Methoden in Photoshop, wie man das noch realistischer machen kann. Ich werde jetzt hier vielleicht noch so einen kleinen Verlauf von oben ziehen, dass ich es da noch etwas dunkler mache. Also so ein bisschen die
Belichtung noch runtersetzen und vielleicht auch noch mal die Lichter noch etwas weiter runter. Ja, dass wir da oben einfach noch ein bisschen mehr Dunkelheit drin haben, denn so sieht der Himmel natürlich noch sehr, sehr hell aus. Mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht drehe ich das Ganze noch so ein bisschen. Ja, so sieht das schon sehr gut aus. Okay, dann drücke ich auf Fertig. Und das war es eigentlich auch schon. Ich zeige euch jetzt einfach mal den Vorher-Nachher-Effekt. Also so sieht das ganze Bild am Tag aus und so sieht das Ganze dann aus, wenn wir in der Nacht sind. Und das ist, wie gesagt, eine ganz, ganz einfache Methode. Wenn man wirklich ein schnelles Ergebnis erzielen möchte, wenn man da wirklich sehr, sehr genau sein möchte, dann muss man doch nochmal weiter in Photoshop reingehen. Aber wenn man ein schnelles Ergebnis in Lightroom erzielen möchte, dann ist das eine einfache Methode, wie man aus einem Tagesfoto ein Nachtfoto machen kann. Hier seht ihr das Bild jetzt nochmal in voller Ansicht und ich hoffe, ihr konntet aus diesem Tutorial wieder einiges lernen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, wenn euch weitere Videoideen in den Sinn kommen. Ich habe wirklich schon eine sehr, sehr lange Liste von euch. Vielen Dank dafür. Und ja, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und hier auf der rechten Seite seht ihr jetzt noch die letzten beiden Videos, die entstanden sind. Zum einen geht es da um Fotos für Facebook optimieren und Fotos optimal schärfen für das Web oder auch für den Druck. Und wenn ihr das noch nicht angesehen habt, dann klickt da auf jeden Fall mal rein. Könnte auf jeden Fall sehr interessant sein. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Bearbeiten und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann!